Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Morchensuch-Video. Und wie man schon sieht, sind wir heute inkognito unterwegs. Das heißt, ohne Hut und Korb, sondern nur mit einem Stoffsackerl beachtet, weil die Speisemorchel einer der meistgesuchtesten und beliebtesten Pilze überhaupt ist. Und wir wollen uns an diesem wirklich großartigen Morchelplatz, den wir uns heute in dem Video anschauen, einfach nicht als Pilzsucher verraten. Und deshalb gehen wir da ein bisschen, ja, weniger offensichtlich als Schwammelsucher. Wir beginnen aber auch wie das letzte Mal die heutige Suche mit dem Standortanzeiger schlechthin für Morcheln und Morchelbecherlinge, die wir heute auch noch genauer anschauen. Und zwar hier mit einer wunderschönen Esche, die wir uns jetzt noch mal ganz kurz aus der Nähe anschauen, bevor wir uns dann tiefer in den Wald begeben. Von der Rinde her sehen wir dann im Auwald, wo sie ungestört wachsen, wir sind ja da doch relativ nah an der Straße, ist das auf jeden Fall keine typische Esche, aber man kann sie ganz gut erstens an ihrem Blütenstand erkennen und, wie man es vielleicht da besser sieht, an den schwarzen Knospen, die nur die Esche hat. Also wenn man sich mit Morcheln und Morchelsuche beschäftigen will, muss man auf jeden Fall eine Esche identifizieren können und da ist es wichtig, bei so niedrigen Bäumen wie da, dass man sich die Blütenknospen anschaut. Aber wir fliegen dann auch noch in die Höhe, schauen uns diese typischen nach oben gebogenen Äste an, so wie wir da einen haben. Diese Form ist also auch ganz typisch, auch dieser Blütenstand, den man jetzt hat, daran kann man dann die Eschen auch in einem geschlossenen Baumbestand gut unterscheiden. Und wie gesagt, wo die Eschen wachsen, wachsen auch die Morcheln und auf die Suche nach denen machen wir uns jetzt auch. Unsere heutige Suche führt uns im Vergleich zum letzten Video in einen wirklich scheinbar endlosen Auwald. Man sieht da schon diese Gerade entlang, die sich da kilometerlang wirklich gerade hinzieht, dass das ein riesiges, wunderbares Waldgebiet ist. Es ist relativ abgeschieden, es ist nicht sehr viel los und das ist geschichtlich ganz interessant, weil das ist eine Landschaft, die durch die Überschwemmungen über die Jahrhunderte durch die Donau entstanden ist, die sich da einige Kilometer weiter südwärts von uns befindet. Dieser Auwald hat eine ganz eigene Stimmung und im Vergleich zu den anderen Suchgebieten, die wir sonst meistens besucht haben, auch eine ganz andere Vegetation, die eben typisch ist für diese Bodenart, die ja basisch und neutral ist im Vergleich zu den anderen sauren Böden, auf denen zum Beispiel Steinpilze und Eierschwammerl wachsen. Aber wie gesagt, dieser Boden hat auch seine eigenen Pilze und das sind eben die Morchel, die Morchelbecherlinge und ein bisschen zurückreichend auch die Prachtbecherlinge. Aber wir bleiben heute bei den Morcheln und bei den Eschen, die ja in Verbindung miteinander wachsen, auch wenn es keine Mykorrhizapilze sind, und begeben uns jetzt da tiefer in den Wald, wo die Eschen schon auf uns warten. In so weitläufigen Waldgebieten wie diesem ist natürlich immer die Frage, wo fange ich jetzt mit der Suche an? Die habe ich mir auch gestellt, ich war vorgestern das erste Mal da und es ist wirklich ein bisschen Glück, aber nein, ich würde eher sagen, man wartet, bis man eine erste aussichtsreiche Stelle findet und die haben wir da hier entdeckt. Man sieht schon hinter mir, da sind sehr, sehr viele Eschen vorhanden und durch die Waldarbeit, die da stattgefunden hat, ist der Boden relativ gut einsichtig. Das heißt, es ist nicht so viel Unterwuchs, man sieht den Boden und die potenziellen Pilze dann gut und wir schauen uns jetzt da um, ob wir auch was finden. Lang hat es zum Glück nicht gedauert, die ersten Funde waren aber doch schon ein bisschen gezeichnet vom Wetter. Es war jetzt sehr windig, sehr trocken.
durchaus auch ziemlich warm und die Morcheln trocknen dann schnell ein. Wir haben auch eine komplett vergammelte schon gesehen und da bitte Finger weg. Sie sind ja auch rohgiftig, die Morcheln, wie gesagt, aber auch unverträglich, wenn sie schon zu alt sind, wie viele Pilze. Also Finger weg von alten Exemplaren. Wir haben aber jetzt da eine deutlich schönere gefunden und die ja, füllt dann auch erstmals jetzt endlich unser Sackerl. Und auch der Daniel hinter der Kamera freut sich schon sehr, dass er endlich in den Geschmack von diesen super Pilzen kommt. Da ist es schon, das erste Exemplar. Hat uns schon von der Weite angeleuchtet. Da wächst mitten im Giersch auch ein gutes und überaus gesundes Naturkraut, mehr oder weniger, hat mehr Vitamin C als Zitronen zum Beispiel, der Giersch. Und da ist auch schon die erste wirklich wunderschöne Morchel. Sie sind heuer ein bisschen klein, ist mir aufgefallen. Es hat einfach sehr, sehr wenig getrocknet. Aber dieses Exemplar, ich nehme es jetzt mal raus, kann man leicht rausnehmen. Ja, das ist wirklich sehr, auch von der Größe ansprechend. Da sieht man auch schon leichte Trocknungsspuren eben durch die Sonne. Aber die können wir gerade noch mitnehmen. Und noch ein wichtiger Tipp, was mir jetzt aufgefallen ist in der letzten Woche, wo ich wirklich fast jeden Tag suchen war. Die Morcheln wachsen selten alleine, so wie da. Wie gesagt, ein paar Meter weiter haben wir schon die älteren gefunden. Wir werden uns jetzt da noch genauer umschauen und wirklich tiefer in diesen fast urwaldartigen, ganz dichten Waldbestand hineintauchen. Geruch ist auch noch frisch. Geruchstest hat sie bestanden. Die wird eingepackt. Weiter geht's. Da sind die nächsten Eschen. Da werden wir uns hinbegeben. Wir haben uns jetzt länger hier umgeschaut und man muss sagen, das hat sich wirklich ausgezahlt. Da ist uns jetzt ein Fleck über den Weg gelaufen, den man so nicht oft sieht. Wir haben da wirklich eine kleine Familie von Morcheln, wunderschön. Da die sind aus dem Sand, aus diesem wirklich sandigen Erdboden, Maulwurfhügel, der da ist, rausgewachsen. Und das ist schon ein Platz, den man nicht alle Tage findet. Da genießen wir jetzt in Ruhe die Bilder und dann machen wir uns endlich in den Wald auf und schauen, ob wir noch ein paar Morchelbecherlinge finden. Ja, nach den durchaus sehr erfreulichen Funden von diesem schönen Waldabschnitt müssen wir auf ein Thema zu sprechen kommen, an dem wir ja an so einem Platz nicht vorbeikommen. Und das ist, man kann es schon erahnen, das Eschensterben. Das ist wirklich ein sehr beunruhigendes Thema, wenn man sich ein bisschen einliest, weil das wirklich massiv in ganz Europa mittlerweile der Fall ist. Die Esche ist bedroht, leider muss man sagen, von einem Pilz, keinem Speisepilz, und zwar ist es das falsche weiße Stängelbecherchen, also ein ganz unscheinbarer Pilz, der aber europaweit für ein massenhaftes Sterben dieser eigentlich schönen und erhaltenswerten Bäume und Baumbestände verantwortlich ist. Man sagt, dass dieser Pilz aus Nordostasien eingeschleppt worden ist. Es gibt den angeblich in Japan, von dort ist der dann nach Polen über Holzarbeiten wahrscheinlich eingeschleppt worden und hat sich seitdem
Das war nämlich erst Ende der 90er, Anfang der 2000er, hat sich der massiv in Europa ausgebreitet und man sagt, dass es fast keine unbeschadeten Eschenbestände mehr gibt. Auch aus der Forstwirtschaft hört man da gar nichts Gutes. Es wird Forstwirten empfohlen, keine Eschen mehr anzubauen, keine zu züchten und keine zu verpflanzen. Das ist wirklich ein Zufall. Ich war gestern hier das erste Mal und habe den Waldbesitzer getroffen, ein junger und sehr sympathischer Mann. Und wir haben uns kurz da über den Zustand der Eschen unterhalten und das ist wirklich schon massiv beschädigt. Wir haben schon gesehen bei der Suche, dass die Bäume schon massive Schäden aufzeigen, massenweise umgestürzt sind und dieser Bestand, so wie der da ist, wird einfach sehr bald nicht mehr vorhanden sein. Die werden den Wald aufforsten, wahrscheinlich mit Pappeln, weil die recht schnell wachsen und auch eine typische Art für diese Auwaldböden sind. Aber mit der Esche, ja, geht's drastisch und sehr, sehr schnell zu Ende, wenn man bedenkt, dass das erst Anfang der 2000er aufgetreten ist, dieser Schadpilz, und sich durch ganz Europa gefressen hat, ist das wirklich bedrohlich schnell und umso vorsichtiger muss man eben auch bei der Morchelsuche sein, weil die Morcheln werden durch das Verschwinden der Esche zwangsläufig auch immer weniger und wir müssen einfach da sehr vorsichtig sein und schauen, dass wir ja die Esche an sich erhalten und auch wieder aufforsten. Es gibt da zufällig ums Eck, wir sind ja da in der Nähe von Tulln, einige forstwirtschaftliche Betriebe, die da wirklich riesige Versuche aufziehen, um resistente Eschenarten zu finden, die diesem Pilz einfach standhalten. Wir sehen es da auch schon, die Bäume sind wirklich in einem extrem schlechten Zustand, die Rinde blättert ab, von innen wird der Stamm zerfressen und sie fallen dann einfach reihenweise um. Also da ist wirklich Vorsicht geboten und wirklich Rücksichtnahme auch bei der Morchelsuche. Aber ja, so viel zum ernsten Thema. Ihr seht, der Weg ist noch sehr, sehr lang. Es gibt noch weitere gute Plätze, die wir uns anschauen und auf die Suche machen wir uns jetzt auch. Ja, nach diesem super Anfangsfund haben wir jetzt die Lichtung verlassen und machen uns jetzt tiefer in den Wald auf und schauen da auch immer von Esche zu Esche und auf diesem naturbelassenen Weg auch gern direkt am Boden, ob uns da jetzt noch was über den Weg läuft. Ja, ist schön zu sehen. Wir sind da auf jeden Fall an einem guten Platz. Die Standortanzeiger sind alle da. Wir sind da in einem flächendeckenden Meer wieder aus Bärlauch und aber auch aus alten Blättern von den Schneeglöckchen, die schon verblüht sind, angekommen. Und das ist wirklich unberührt kann man nicht sagen, aber doch ein naturbelassener Wald. Man sieht einfach, dass sehr, sehr viele Eschen schon umgestürzt sind. Den Grund dann erfahren wir auch noch ein bisschen später im Video. Aber es sind auch immer wieder offene Stellen, so wie da und da, an denen man die Pilze dann gut entdeckt und da muss man sich einfach so lange durchsuchen, bis man dann die richtige Stelle findet. Durchaus unwegsam da das Gelände, aber die Suche zahlt sich auf jeden Fall aus. Ach, noch was Interessantes, das wird dir wieder gefallen, Daniel. Ich glaube, das sind Maikäfer. Die sind da reihenweise am Boden tot zu finden gewesen. Wahrscheinlich haben die ihre Paarung hinter sich. Der ist auch nicht mehr sehr vital. So, na, weiter. Auch eine alte Esche, die schon komplett ihre Rinde verloren hat. Der Baum hat es, wie gesagt, schon hinter sich. Dem schadet das auch nicht mehr. Aber doch, da sieht man, wie wichtig das Totholz auch ist, dass man das im Wald belässt. Das ist halt wirklich ein Brutplatz, ein Paarungsplatz und auch Lebensraum für verschiedenste Insekten. Wir haben da jetzt eine kleine Ameisenkolonie aufgescheucht, aber die hat noch genug Versteckfläche. Aber es ist mal interessant zu sehen.
Am Fuß dieser Esche haben wir jetzt den nächsten spannenden Platz gefunden, und zwar eine riesige Ansammlung von Morchelbecherlingen, muss man wirklich sagen. Ich nehme da mal exemplarisch ein kleines Grüppchen raus, das aber wirklich nur zum Herzeigen, weil die haben unter der Sonne der letzten Tage doch deutlich gelitten. Aber man kann sich die Eigenschaften gut anschauen. Wie gesagt, adriger Morchelbecherling, ein großartiger Speisepilz, der Morchel, finde ich, wirklich ebenbürtig ist. Sie sind auch entfernt verwandt. Der Name kommt durch diese adrige Struktur da im Innenbereich von dem Pilz. Bei dem sieht man es vielleicht noch besser. Da sieht man es ganz stark, wie verwachsen die sind. Aber da haben wir schon Exemplare, die doch zu alt sind. Die Alterserscheinungen bei dem Pilz kann man relativ gut identifizieren. Sie bekommen dann wirklich wie so einen leichten Brand, einen wirklich schwarzen Rand auf der Seite, der dann schon ein bisschen eingetrocknet ist. Also wir suchen sie eher, wenn sie so hell sind wie da in der Mitte. Wir zeigen euch gleich da noch ein paar bessere Exemplare, weil wir doch noch welche mitnehmen können, zum Glück. Aber wenn sie schon so Alterserscheinungen haben wie da, dann bitte zurücklassen. Und die sind innen schon weiß, das ist kein Schimmel, sondern sie haben einfach weiße Sporen, die sich dann innen ablagern, und dadurch kommt diese schimmernde Erscheinung zustande. So, die bleiben aber hier, die dürfen sich aussporen, und wir gehen jetzt da vielleicht mal gemeinsam durch und schauen uns da um. Da ist noch ein großer, aber eben auch schon ein bisschen veraltet. Wir schauen einfach mal gemeinsam drüber und gehen dann aber noch eine ganze Runde um diesen Baum, weil sie gerne wirklich kreisförmig um Eschen herum wachsen. Da ist noch ein älterer, der wird auch da bleiben. Da geht es weiter. Also es ist wirklich eine ganze Spur, die sich da um den Baum zieht. Auch schon ein bisschen, da sind wir ein paar Tage zu spät. Da haben wir jetzt noch vielleicht ein paar frische, eine Sekunde. Nehmen Sie da raus. Ja, der ist von der Farbe auf jeden Fall noch besser. Der auch, der ist einfach nur schmutzig, weil der wirklich direkt da aus dem Sand rausgewachsen ist. So, wir sammeln da jetzt mal ein bisschen ein, schauen uns da noch um im Bärlauch. Das ist wirklich eine schöne offene Stelle, und dann geht es schon weiter. So, wir haben gleich geputzt. So, Vorsicht beim Zurückgehen. Na gut, schauen wir, welche da noch frisch sind. Ja, entlang von einem dieser wunderschönen Wege ist uns da jetzt ein ungewöhnlicher Haufen aufgefallen. Ich hatte eigentlich gedacht, das ist eine Wildfütterungsstelle von der Weite, weil da halt unglaublich viel gejagt wird in diesem Gebiet. Aber nein, da dürfte ein Bauer seine Zwiebeln entsorgt haben. Und ich muss ehrlich sagen, so schlecht schauen die gar nicht aus. Die, die ich daheim habe, ja, sind auch nicht viel besser. Sie sind halt ein bisschen überstandig schon. Also sie treiben, wie wir auch schon gesehen haben. Riechen aber auch noch sehr frisch. Also das ist anscheinend die Lagerware vom letzten Jahr, die vielleicht nicht verkauft worden ist, die da für neues Leben sorgt. Da rackert sich schon einiges an Insekten. Ja, für uns aber nichts auf dem Suchzettel. Wir gehen jetzt da nach hinten über die Wiese zu dem kleinen Bach, der sich da durch den Wald zieht, und haben dort unseren nächsten Fundplatz. Hoffentlich.
Also wir haben jetzt diesen Waldabschnitt hinter uns gelassen. Man hat ja schon an der Clanstruktur und den Reihen der Bäume gesehen, dass das eine Plantage ist. Ich glaube, das waren Pappeln. Da haben wir wirklich länger gesucht und gar nichts gefunden. Da ist es aber wieder ein angelegtes Waldstück, aber doch mit einigen Eschen, jüngeren Eschen diesmal, durchstreut. Und da suchen wir uns jetzt durch und vielleicht haben wir da wieder Glück. Ah, da haben wir wieder den Schuppenwurz. Den haben wir heute noch gar nicht gesehen. So, Vorsicht. Oh ja. Die sind auch schon ziemlich, aber da bechert es wieder. So, schauen wir, was wir da haben. Die sind auch schon ein bisschen getrocknet, aber sie sind doch noch frischer als die drüben. Man sieht es da am Rand. Die schauen noch wesentlich frischer aus. Ja, das ist ein guter Platz. Sie sind wirklich staubig, es war sehr stürmig und das ist ja eine trockene Gegend, auch durch diesen sandigen Boden ist da sehr viel Staub in der Luft und die haben wirklich eine Staubschicht einfach bekommen. Langsam fühlt sich jetzt unser Sackerl, muss man sagen, und ich möchte euch noch einen Tipp mitgeben, der mir jetzt aufgefallen ist, weil ich mich jetzt wirklich intensiv mit den Pilzen da beschäftigt habe. Und zwar ist mir aufgefallen, dass die Morcheln meines Erachtens ein bisschen einen höheren Temperaturanspruch haben als die Morchelbecherlinge. Die Morcheln waren wirklich in den lichten Randzonen von den Waldgebieten und die Morchelbecherlinge waren da jetzt wirklich teilweise flächendeckend, aber immer an eher feuchteren, schattigeren Stellen. Wir haben jetzt noch einen letzten Standort, auf den ich mich besonders freue, den ich mehr oder weniger durch Zufall entdeckt habe. Also ihr müsst da wirklich euch in dem Wald, der bei euch ist, durchprobieren, durchsuchen. Jetzt ist auf jeden Fall die richtige Zeit. Einen Platz gefunden hat man ihn dann für lange und schaut euch wirklich verschiedene Waldgebiete an. Man hat einfach dann einen besseren Überblick, wo bei einem was wächst. Wir haben jetzt noch in diesem buschartigen, ja, Dickicht, wirklich ein ganz lichter Wald, aber doch auch mit Eschen, haben wir noch einen Platz, den schauen wir uns jetzt an. Das Beste kommt heute wieder mal zum Schluss. Ich bin da wirklich auf gut Glück durchgestreunert, kann man fast sagen. In ein paar Wochen kann man da gar nicht mehr durchgehen, weil diese Büsche sicher ihre Blätter und da alles verschließen. Aber wir haben da, einen Moment, die haben wir noch gar nicht gesehen. Wir haben da wirklich einen großartigen Platz gefunden. Da eine wunderschöne, die sich da jetzt noch im Unterwuchs versteckt hat. Und das sind wirklich mehrere Stellen, das sind jetzt sicher an die 10 Morcheln noch, zwischen diesen zwei eher jüngeren Eschen, die sich da versteckt haben. Wir gehen da durch, man muss wirklich aufpassen, dass man auf nichts draufsteigt, weil sie sich einfach sehr, sehr gut in dem Unterwuchs verstecken. Also wir lassen uns da jetzt nochmal Zeit zum Abschluss, genießen diese Kulisse, machen noch ein paar Detailaufnahmen und sehen uns dann in der letzten Szene gleich wieder. Nach diesen schönen Bildern und den verzweifelten Versuchen von diesem Ammerkäfer endlich abzuheben, das Schauspiel haben wir heute ja wirklich öfter mit anschauen dürfen, verabschieden wir uns vor dieser schönen Kulisse, die wir da nochmal aufgestellt haben. Das ist ja nur ein Teil von dem, was wir heute gefunden haben. Macht euch jetzt bald auf die Suche. Das Morchelfenster schließt sich vielleicht schon bald wieder. Wir freuen uns sehr, gehen auch bald schon wieder auf die nächste Suche. Die ersten Hexenröhrlinge stehen schon an, auch der Maipilz.
hoffe ich diesmal mehr zu finden dieses Jahr. Wir sagen danke fürs Zuschauen, freuen uns aufs nächste Mal, bis bald und wir sehen uns.